Ja, was darf mich eine Telemarketing-Kampagne kosten? Das schauen wir uns heute mal an, hier in diesem Video auf vielfachem Wunsch hin von diversen Zuschauern meines YouTube-Kanals. Und dann bleibt dran, wenn dich das Thema interessiert. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ja, grüße dich. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting, spezialisiert auf die Neukundenakquise in der IT-Branche und Unternehmensberatungsbranche. Und heute schauen wir uns mal das Thema an, was darf eine Telemarketing-Kampagne oder was darf Telefonakquise grundsätzlich kosten, speziell für die IT-Branche? Und das ist natürlich eine Frage, die kann man so einfach nicht beantworten, denn es hängt ganz einfach davon ab, was das durchschnittliche Auftragsvolumen, der sogenannte Customer Lifetime Value in Englisch, ja, was ist das durchschnittliche Auftragsvolumen deines Businesses bzw. der Produkt- oder Dienstleistung, wofür wir eben diese Telemarketing-Kampagne durchführen. Ja. Und man muss da eine relativ gute Ahnung haben, wie da der durchschnittliche Betrag ist und dann das Ganze rückwärts kalkulieren. Ja. Und hier einfach mal folgendes Beispiel. Im IT-Security-Bereich die Dienstleistungen für Penetrationstests zum Beispiel, weil es relativ eindeutig, ja, so der Marktwert oder der Auftragsvolumen ist relativ eindeutig, ja, für alle diese Dienstleister, die eben diese Dienstleistungen anbieten, ist ungefähr durchschnittlich bei 12.000 Euro. Ja, ist relativ transparent, von daher ist es ein relativ gutes Beispiel und zu einer Kalkulation. Jetzt muss man sich die Frage stellen, okay, von diesen 12.000 Euro Auftragsvolumen, wie viel davon letztendlich ist die Marge? Ja, das ist in der Regel eine sehr personenbezogene Dienstleistung. Das heißt, es wird Zeit für Geld getauscht, beziehungsweise Expertise für Geld. Ja, das sind normalerweise Tagessätze, ja, so zwischen, ja, 1.500 und 3.000 Euro. Jetzt sagen wir mal einfach, hier ist eine Marge von, sagen wir, ja, so 60, 70%, sagen wir mal 8.000 Euro von diesem durchschnittlichen Auftragsvolumen von 12.000 Euro. 8.000 Euro bleibt uns als Marge übrig. Einfach nur mal als Rechenbeispiel, ne? Und jetzt nehmen wir diese 8.000 Euro und können sagen, okay, was wäre jetzt hier ein akzeptabler Betrag? Ein akzeptabler Anteil an Marketingbudget, um diese 8.000 Euro Marge zu erwirtschaften. Ja, und da geht man ungefähr davon aus, ja, im Markt so 20 bis 30%. Mit anderen Worten, wenn du Marketing 20% ausgibst, also 1 Euro ausgibst, ja, dann möchtest du ungefähr, ja, 4 bis 5 Euro verdienen. Und das ist dann schon ein recht akzeptables Geschäftsmodell. Das heißt, du könntest jetzt einfach sagen, okay, für ein durchschnittliches Auftragsvolumen von 8.000 Euro Marge, von 12.000 Euro mit 8.000 Euro Marge, kann ich ungefähr 2.000, 2.500, also 2 bis 2.500 Euro an Marketingbudget, Telefonakquise zum Beispiel, investieren. Wenn ich dann diesen Betrag sozusagen ermittelt habe, kann ich dann an einen Dienstleister oder an einen Experten herangehen und sagen, okay, ich habe hier diese, jene Produkte und Dienstleistungen und ich habe ungefähr 2.000 bis 2.500 Euro Budget, möchte ich gerne investieren für jeden generierten Neukunden. Ist es umsetzbar? Wie sind da die Erfahrungswerte der Spezialisten? Findet hier ein Match statt? Ja? Und dann sagt eben der Spezialist ja oder nein, so sind unsere Erfahrungswerte etc. pp. Ja, in dem Fall könnte man ungefähr sagen, wenn man jetzt die Marketingkosten wegrechnet, ja, sind wir dann bei 5.000 bis 6.000 Euro Reingewinn, ja, je Auftrag. Ja, das ist ungefähr die Hälfte, also 50%. Das wäre schon eine relativ gute, das kann man eventuell auch skalieren, ja, und das ist dann eigentlich schon eine recht gute Rechnung.
Jetzt muss man natürlich dann das Ganze rückwärts rechnen. Der Experte sagt dann, okay, ich habe jetzt 2.000 bis 2.500 Euro zur Verfügung. Was ist denn da jetzt realistisch machbar, ja, in der Telefonakquise? Ja? Das mit anderen Worten, wie ist die Erreichbarkeit in dem Markt? Ja, wie ist die Qualität der Adressen? Wie sind die Erfahrungswerte zum Beispiel? Wie viele Stunden Zeitaufwand, also Telefonakquise, muss ich denn im Durchschnitt machen, um einen Termin zu generieren? Und wie viele Termine brauchen wir, um letztendlich einen Auftrag zu generieren? Und das sind so, ja, so Durchschnittswerte, auch im Markt ganz normal bekannt, ja. Also das kann variieren zwischen 8 und bis zu 16, 20 Stunden vielleicht, um einfach hier Neukunden zu generieren, beziehungsweise ein, zwei Termine. In der Regel kann man davon ausgehen, dass man sagen wir mal, 3, 4 Termine generiert, ja, und davon vielleicht ein oder zwei Neukunden dann daraus entstehen. Es ist jetzt einfach nur mal so, wie soll ich sagen, so eine Durchschnittsrechnung, ja, die kann jetzt nicht unbedingt für jedes Szenario gültig sein, aber um das Ganze mal einfach durchgerechnet zu haben, anhand eines Beispiels, einfach mit handfesten Zahlen und Daten, ja, weil viele Marketingagenturen, die kalkulieren das ja immer in so einem stillen Kämmerchen, ja, und dann werden halt irgendwelche Leads versprochen, ja, irgendwelche Anzahl von Leads, ja, also 10.000 Euro investieren. Und dann garantieren wir 30 Leads, ja, und dann hat man vielleicht nur 25 geschafft und dann will man unbedingt noch schnell die 30, weil man das ja versprochen hat, und dann batzt man noch irgendwie 5 Leads hin und so weiter. Das heißt, unterm Strich sollte man auch immer Qualität vor Quantität, das ist ja so das Spielchen, ja, Qualität und Quantität, ne? Was ist wichtiger? Natürlich ist beides wichtig. Es bringt nichts, wenn ich nur einen einzigen Termin mache und die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 3, dass der Termin dann Neukunden einfach rein statistisch gesehen ist eben nicht jeder Termin ein Neukunde und ich mache nur einen Termin, ist ein bisschen wenig. Aber wenn ich halt 30 Termine mache und davon sind 95% ja nicht so optimal, dann bringt mir das eben auch nichts. Ganz im Gegenteil, wenn ich jetzt vor Ort Termine produziere, oder sei es auch nur Telco-Termine, jeder Zeitaufwand ist ja auch wieder ein Kostenpunkt, ein Opportunity-Cost. Und wenn es Vor-Ort-Termine sind, dann das ist es teilweise ja, ist ja jeder Vor-Ort-Termin nochmal mit einem Aufwand, nicht nur einem Zeitaufwand, sondern auch nochmal mit Reisekosten verbunden. Von daher sollte man immer Qualität versus Quantität, natürlich immer die Qualität etwas schwerer gewichten als für die Quantität, ja. Damit diese ganze Rechnung dann letztendlich aufgeht. Und man sollte auch vor allem bitte nicht sich in eine Telemarketing-Kampagne stürzen und sonst sagen wir mal nach 3, 4 Wochen sagen, oh, hat nicht funktioniert. Ja, das ist ganz ähnlich wie im Online-Marketing. Im Online-Marketing muss man auch ganz viel erstmal testen, wenn man zum Beispiel neu ist, wenn man jetzt mit einem Experten, der in einer gewissen Branchennische schon sehr viel Erfahrung hat, dann kann man das sozusagen diese Erfahrungswerte, diese Expertise dann einkaufen und dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Aber man sollte sich immer 3 Monate, ich sage im Idealfall 6 Monate Zeit lassen, um einfach eine vernünftige Bemessungsgrundlage dann eben auch für den jeweiligen individuellen Case, also Fall, sprich Kampagne dann eben auch generiert zu haben. Denn keine Kampagne ähnelt zu 100% einer anderen Kampagne. Ja? Also alles ist in Bewegung, der Markt ist nie jeden Tag der gleiche. Ja? Also von daher sollte man schon realistische Erwartungshaltung haben, auch als Kunde für eine Telefonmarketing-Kampagne. Aber letztendlich unterm Strich sind die Werte, die ich jetzt gerade gesagt habe in diesem Video, durchaus realistisch. Das heißt, 50% Reingewinn ist durchaus machbar. Es hängt natürlich auch noch ein paar anderen Faktoren zusammen, ja, was jetzt individuell das Produkt und Dienstleistung sind. Aber ich habe jetzt einfach mal dieses Beispiel genannt. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, es konnte den einen oder anderen so ein bisschen Einblick, so ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, sage ich immer gerne, ja. Weil einfach, klar, jeder hält seine Karten verdeckt gerne und macht seine Kalkulationen im dunklen Kämmerchen. Und hier einfach mal ein Rechenbeispiel. Abschließend möchte ich noch ganz gerne sagen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Produktdienstleistung hast, wie jetzt zum Beispiel eine SAP-Produkt oder Dienstleistung, ja,
zum Beispiel eine Migration für S4HANA oder sowas. Ja, das kostet irgendwie 2 Millionen Euro, sagen wir mal. Ja, dann ist es natürlich eine völlig andere Kalkulation. Ja, die Sales Cycles sind auch anders und natürlich sind die Margen auch dann anders. Ja, also es war jetzt letztendlich nur ein Beispiel für eine Kategorie im unteren Ticketsegment. Ja, man sagt letztendlich, das High-Ticket-Segment fängt so erst bei 20.000 Euro an. Ja, von daher, jetzt möchte ich dann auch nochmal ein weiteres Video drehen zum Thema Online-Marketing. Da gibt es nämlich auch ein paar Missverständnisse bezüglich B2B und High-Ticket und so weiter. Aber das sehen wir dann gleich im nächsten Video. Ansonsten, wenn du einfach mal ein konkretes Angebot möchtest, ja, für deine individuelle Dienstleistung oder Produkt, dann kontaktiere mich einfach, mach einen Termin aus, wir telefonieren kurz eine halbe Stunde oder sowas. Und hier unten ist ein Link, kannst du dich jederzeit eintragen. Ganz unverbindlich, die erste Stunde ist unverbindlich und dann schauen wir, vielleicht kommen wir zusammen, vielleicht auch nicht. Ja, und würde mich sehr freuen, ansonsten einen Daumen hoch, Abo dalassen für den YouTube-Kanal. Und ja, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein, ciao.